Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zurück zu einer neuen und weiteren Folge RimWorld. Auf geht's in neue Taten und neue Züge. Weiterhin werden wir versuchen, hier unsere Verteidigung ein bisschen weiter aufzubauen. Da sind wir ja leider immer noch nicht so ganz so weit, wie wir eigentlich hätten sein sollen. Dann müssen wir natürlich gucken, dass wir hier ein bisschen weitermachen. Heißt also, wir müssen auch mal wieder ein bisschen Kalkstein besorgen. Das wäre zum Beispiel eine Sache. Das ist Schiefer. Das war Kalk. Jetzt bin ich verwirrt. Das war Kalkchen. Leim, ja. Außerdem müssen wir natürlich gucken, dass wir endlich an Baumaterialien kommen. Hier oben wird noch gejagt oder wird jetzt gejagt. Da kommt er schon. Unser bester, okay, unser schlechtester. Hallo, lauf. Lauf, was das Zeug hält. Junge, der war dude. Der schießt ja überall hin. 12 Schüsse abgeben und nur einen treffen, oder was ist hier das Motto? Priorisieren. Geh das erjagen, Mann. So, okay. Das ist dann auch meins. Was liegt denn da rum? Ernten. Okay, also, wir haben Hopfen für Benzin oder für die Biodiesel. Wir haben Kartoffeln, wir haben Mais, wir haben Heilpflanzen. Wir haben also alles eigentlich, was uns das Herz begehrt hier. Wir gucken mal ganz kurz durch, ob hier irgendwas Neues hinzugekommen ist. Nein, Erdbeerpflanzen, maybe, aber das ist ja jetzt nicht so tragisch, wenn wir sie nicht haben. Die Forschung läuft auf Hochtouren. Hier ist viel Gewusel. Hier ist ein Bär durchgekommen. Den werden wir uns jetzt mal ganz kurz da wegnatzen. Weil, wie gesagt, ich hasse Bären. Bären sind immer sehr unfreundlich. Die jagen immer meine Kolonisten. Ja. Welche Tiere würde ich denn gerne haben wollen? Also, eigentlich alles, was so Milch gibt, also Kühe, alles, was gut Stoff gibt, hier Mufflons, wie auch immer, da diese komischen großen weißen Dinger, die ich eben umgebracht habe, die wären ganz cool. Ich war auch gerade schon am Überlegen, ob wir hier Truthähne holen, aber Truthähne, ich weiß ja nicht. Eichhörnchen und so weiter, das bringt halt gar nichts. Bringt halt kaum Fleisch und auch kaum Ressourcen. Also von daher fallen die eigentlich auch weg. Wir müssen hier übrigens noch eine Dingsbums reinmachen, fällt mir gerade mal auf. Ja, müssen wir mal gucken. Die ersten Kanonen sind fertig. Wir gehen mal gucken, was hier. Da ist der erste Trader. Oh, das ist aber ein ganz anderer Trader als erwartet, wenn ich ehrlich bin. Den habe ich jetzt nicht erwartet, aber egal. Trader ist ein Trader und danach gucken wir mal nach den Kanonen. Er will kaufen. Er will alles kaufen, was wir so loswerden wollen. Zu einem, glaube ich, ganz guten Preis sogar. Dann würde ich schon mal sagen, gib doch mal Gas. Du hast genug Kohle mit. Und vielleicht können wir dann anfangen, unsere Dingsbums zu bauen. Wir haben hier auch ziemlich viel Jade. Wir haben hier... Nö, die kriegst du nicht. Stimmt, die Psycho-Blätter könnten wir eigentlich auch anpflanzen. Wir haben hier super viel komische Magie-Geblödel. Was auch immer das alles ist, brauchen wir auch nicht. Wir machen hier mal unser Inventar leer. So. Hier oben noch was, was wir weghaben wollen. Wir haben halt schon viel Fleisch, ne? Also wir können hier schon noch ein bisschen was verkaufen. So in diese Richtung würde ich tatsächlich gehen. So, guck mal, das. Das heißt, wir haben jetzt ein bisschen Kohle. Oder ein bisschen mehr Kohle. Ich habe ja gesagt, so bei 10.000 würde ich gerne die bauen. Der Wert bleibt auch, weil wir müssen das Ding selbst bauen, das kostet 1.000. Das zweite kostet 2.000, sind wir bei 3.000. Wir müssen das zweimal upgraden, das da kostet jeweils 2.000, wenn ich mich recht entsinne, sind es 4.
sind 5, sind 7, nee, sind 6, 7, irgendwie sowas. Und dann noch ein paar Gebäude. Also wie gesagt, 10.000 ist so das Minimum, was man haben sollte. Da haben wir auch wieder Gäste. Fein, fein. Aber wir haben keine Bauteile. Das ist nicht so fein. Hast du irgendwas zum Handeln vielleicht? Warte mal, hast du was zum Handeln? Du hast Bier mit. Guck mal, ich mache dir ein Geschenk. Was hältst du denn davon? Guck mal hier, du kriegst 5-mal Essen. 6-mal Essen. So. Dass du dir heute auch noch was Leckeres in den Bauch schmeißen kannst. Ey, wie beleidigt. Hallo? Das fand ich aber jetzt nicht so nett. Fasziniert. Okay, das sieht schon besser aus. Ja, die Teile sind weiterhin defekt. Hier hätten wir Steinböcke. Kurz überlegen. Nee, bringt mir halt auch nichts. Ich überlege halt immer so, was könnte man da rausbekommen? Ich möchte halt irgendwas mit Stoff haben, weil wir dann den Stoff auch noch verkaufen können. Deswegen ist das eigentlich immer so ganz cool, wenn man sowas da in die Richtung hat, so Stoffmäßiges. Also irgendwas, was man von dem Tier bekommt. Deswegen Milch wäre auch so eine Sache, die man da relativ gut immer machen kann, könnte. So ja, in diese Richtung gucke ich eigentlich immer, ob da was möglich ist. Was wir jetzt noch mal ein bisschen machen, wir werden hier mal ganz kurz ein bisschen was umräumen schon mal. Dass wir da auch ein bisschen mehr Platz wieder bekommen. Und ja, wir bauen einfach mal ein bisschen. Mir fällt gerade mal wieder auf, einen Mod habe ich nicht installiert. Es gab mal einen Mod, damit konnte man Berge oben drüber abbauen. Wir haben hier nämlich wieder das Problem, hier drüber sind natürlich Berge. So, und diese Berge werden gleich ganz gerne einstürzen. Und da gibt es dann so kleine Mods für, dass man sagt, okay, dann reiß doch den Berg da oben drüber einfach mit ab. Haben wir natürlich, glaube ich, nicht installiert. Also wir werden hier wohl eine Stütze hinbauen müssen. Dass das stehen bleibt erstmal. Eine Säule. Eine Holzsäule. Dürfte eigentlich dann passen. Tja, aber wie Sie sehen, schon wieder keine Bauteile. Verfluchter Mist. So, dann können wir den Rest jetzt auch noch abreißen. Feini. Das ist auch alles weg. Was sind das hier für Vögel? Aber ich glaube, die machen nur blöde Eier, ne? Ja, die machen nur Eier. Das ist auch nicht, was ich brauchte. Achso, wir wollten uns die Kanonen angucken. Stimmt, da war ja was. Wir wollten uns die Kanonen angucken. Sicherheit. Wo ist denn hier Sicherheit? Bin ich hier schon wieder blind? Wie ein Industrie. Ja, Industrie müsste man. Na egal. Ich habe schon wieder so viele. Ich bin mit dem Mauszeiger drauf und finde es nicht. Ich habe schon wieder so viele Sachen, die ich eigentlich machen würde. Gerne machen würde. Aber ich komme wieder zu nichts. Oder was heißt zu nichts? Anti-Air. Anti-Tank. Aber die sind jetzt tatsächlich alle bemannt. Ich möchte keine unbemannte Sachen haben. Wie sieht es denn damit aus, Jungs, Mädels? Ach so. Diese Forschung braucht bestimmt. Die braucht doch bestimmt. Warum will hier keiner forschen? Naja, okay, die brauchen einen anderen Forschungstisch. Blöd. Dann machen wir einfach die andere Forschung an und gucken mal da. Gut. Oder auch nicht so gut. Besucher. Besucher sind immer willkommen. Gäste. Er ist aber, ja, er ist jetzt nicht zufrieden. Oh, da haben wir den ersten, der mal dafür bezahlt. Schau mal einen an. Sehr cool. Zufrieden ist er noch nicht, aber das kommt noch, das kommt noch. Wir punkten mit allem anderen hier. Wir punkten mit Freundlichkeit. Das kommt halt alles nach und nach. Hier soll ja die Küche entstehen. Wir haben wieder Geschenke bekommen. Oh, Glitzermedizin. Okay, das ist cool. Wir haben ein bisschen Medizin bekommen und sogar gute Medizin.
Das freut mich doch sehr. Keine Steuerberechnung? Was? Ach so, weil ich... Die Fraktion. Wir haben ja eben die Fraktion gegründet und da haben wir natürlich noch keine Steuereinnahmen. Das ist klar. Ein Sklavenhändler. Ja, Sklavenhändler. Das ist halt immer so eine Zwiespalt, ne? Also ich gucke da immer mal rein. Ich hoffe, dass die immer ein paar Bauteile mit haben. Und sie haben diesmal tatsächlich ein paar Bauteile mit. Und deswegen ganz gut. Sonst haben die nichts mit, was mich interessieren würde. Ein Schäferhund hätten sie. Was auch immer ihr seid. Was seid denn ihr? Alpha Animals. Wie teuer seid ihr denn? Warte mal, wie teuer seid ihr? Ihr kostet 400. Tiere. Fleischmenge 140. Echsenleder. Wie teuer ist ein Echsenleder? Okay, 2,30. Trainierbarkeit. Gut weiblich. Lastentier. Nein. Okay, dann vom Zäunen blockiert. Nein. Okay, dann können wir damit leider nichts anfangen. Sonst hätte ich gesagt, okay, übernehmen wir, aber können wir nicht. So. Er kann dann auch direkt abhauen. Haut sie ab. Wir haben wieder ein paar Bauteile. Er kann also ein bisschen was reparieren. Er kann wieder ein bisschen was bauen. Genau, jetzt werden nämlich hier diese Automaten eben fertiggestellt. Wir deaktivieren einfach alles. Und machen hier eine einfache Mahlzeit rein. Hier deaktivieren wir auch alles. Machen eine leckere Mahlzeit rein. Und hier machen wir das Ganze wieder und mit der üppigen Mahlzeit. So, dann haben wir nämlich hier auch die Auswahl für die Essen für die Jungs und Mädels. So. Dann können die sich nämlich da Essen ziehen, wenn sie nämlich Bock haben drauf. Achso, und wir müssen die natürlich auf kritisch setzen. Kritisch. Und dann müssen wir jetzt auch, glaube ich, sagen, wir möchten gerne 20 haben pro Teilnehmer, dass da auch welche reinpassen. Oh, das ist viel zu viel, was da reinkommt. Nee. Wir machen hier mal lockere 10 Stück jeweils rein. Also wir wollen es mal nicht übertreiben. So und so. Also, wir wollen es mal nicht übertreiben, ne? Also, wir haben schon ein bisschen Angebot da drin, aber so viel jetzt nur auch wieder nicht. Okay, er hat eine gute Meinung über uns. Was macht denn er? Oh, er ist ein Handwerker. Mhm. Und ihm scheint es hier sehr gut zu gehen. Das ist schön zu hören. So, wir haben noch 3 Bauteile. Oh, ein Großhändler. Du hast doch bestimmt Bauteile für mich. Achtung, weg da. Bauteile. Ja, er hat Bauteile. Er hat sogar ein paar mehr Bauteile. Die nehmen wir uns alle mit. Restlos alle. Dafür kriegst du hier ein bisschen Vogelfutter. Vogelleder. Vogelfutter. Meine Güte. Hast du denn noch irgendwas, was mich interessieren würde? Nein. Bison. Er hat doch was mit. Es wären Lastentiere. Okay, wir nehmen die Bisons. Und die Alpakas. Aber das sind 2 Männchen. Schade. Okay, wir nehmen die Bisons. Wir nehmen auf jeden Fall die Bisons mit. 100%ig. Wir nehmen auf jeden Fall die Bisons mit. Wir haben hier noch ein paar magische Dinger. So, okay. Wir haben die Bisons gekauft. Wir werden uns hier oben einen Zaun erstellen und Heude anpflanzen. Ich mache es jetzt einfach mal hier hin. Und zwar Struktur. Einen Zaun aus Holz, der 17 mal irgendwas ist. Ist ja scheißegal. Hauptsache, die Viecher sind da drin. Einen Zaun und ein Gehege. Zaun und Gehegetür. Und da rein machen wir dann noch eine kleine Anbauzone.
So 7x7 für Heu. Klack, klack. Und ich würde gerne da noch eigentlich drin haben wollen, zum kleinen Unterstand. Das bedeutet, wir machen uns hier einen kleinen Unterstand rein. So. Da machen wir ein Dach drauf. Dacherweiterung. Klack. Und in die Mitte werden wir eine Lagerung machen. Und zwar einen kleinen Mini-Kühlschrank. Okay, wir machen einen großen Mini-Kühlschrank. Und hier kommen dann nämlich das ganze Heu rein. Sinn dahinter ist, das, was hier geerntet wird, können die nämlich dann da rein schmeißen. Und genau. Okay, Leute, wir brauchen eure Hilfe. Jetzt müsst ihr aber mal Gas geben hier. Da müsst ihr aber jetzt mal wirklich Holz bringen. Dass die das Gezirbtel da rein darf. Okay. Gut. Und jetzt müssten die zwei Biester schon reingebracht werden. Wir haben wieder Geschenke bekommen. Das ist schön. Vielen Dank. Er steppt sie sogar in unser Lagerhaus. Und haut dann jetzt ab, oder was? Ja, cool. Dankeschön für die Geschenke. Er möchte auf jeden Fall wiederkommen. Wir sind glücklich. Und wo ist denn jetzt meine Bison hin? Hä? Wo ist denn jetzt bei der Bison hin? Warum reitest du mit meinem Bison in der Gegend rum? Hallo, stopp. Das ist aber jetzt nicht... Nein, das ist nicht der Sinn der Sache. Stopp, meine Freunde. Hier wird nichts geritten. Kann von den... Nein, hier wird nichts geritten. Bring diese scheiß Bison dahin, wo es hingehört. Nein. Was, Bison angreifen? Nein. Bison anleihen. Okay. Bison ist auch wieder da, wo es hingehört. Perfekt, wir verbieten alles und machen hier die Heu rein. Also, und Strom braucht er natürlich. Natürlich. Blub. Tipp. Juhu, cool. Ich freue mich gerade, dass wir dann doch jetzt relativ schnell was gefunden haben an Getiers. Muss ich ganz ehrlich sagen. Wie gesagt, die machen Wolle, die machen Tiere, sie machen alles. Und jetzt können wir nämlich auch einstellen, zum Beispiel, dass wir sagen, so alle, wir wollen nur x Tiere haben. Das bedeutet Autoschlachten hier an, wir haben Bisons, wir sagen gerne maximal 2 Erwachsene und 2 weiblich, 4 weiblich. Ich mach mal 4 weiblich. Genau, 4 weiblich, das hört sich gut an. Was sagt denn er hier dazu? Futter. Er sagt, Anzahl 2, Gesamtverbrauch. Anzahl, die ohne andere Tiere im Gehege möglich wären, 3. Okay, wir sollten das Gehege vielleicht nochmal ein bisschen größer machen. So, warte mal, das machen wir mal dazu. Das machen wir mal hierzu. Natürlich, dieses Feld müssten wir dann nochmal vielleicht, maybe, erweitern. Okay, was hier wieder los ist. Okay. Notleidende Reisende. 4 Verzweifelte nähern sich. Ihre Anführer heißt Kim, sie behaupten, ihre Karawane sei in der Hinterhalt geraten und ausgeraubt. Ich würde sie ja tatsächlich nehmen, ne? Aber weil das sind jetzt 4 Mann. Ach komm. Kriegen wir hin. Ich glaube fest daran, dass die nicht so böse sind, wie sie tun. Aber vertrauen tue ich ihnen nicht. Das ist halt das andere. Könntet ihr vielleicht deswegen eure Waffen ablegen? Können sie nicht. Doch, können sie ablegen. Ablegen. Du hast gar keine. Okay, und du hast Bier mit. Bier ist immer wichtig.
ja, da sie jetzt als Gast hier sind, dann dürfen die genau das machen, was wichtig und richtig ist. Und zwar, bis die sich entscheiden, hier zu bleiben oder zu gehen, dürfen die genau eine Sache machen, und zwar Steinbruch. Die Flüchtlinge sind eingetroffen, sie werden 18 Tage bleiben. Genau, also wir werden jetzt 18 Tage also gucken, wie die sich machen. Die sind hier oben auch ein bisschen abgeschottet. Heißt also, wir könnten hier wirklich so ein bisschen Verteidigung da einfach mal reinbauen. So also ein Flammenturm zum Beispiel. Dann ist da relativ schnell zügig Ruhe im Schacht. Also so richtig. So richtig. Also dann ist hier richtig Party in der Arena. Finde ich lustig eigentlich. Wo haben wir denn die ganzen Bauteile jetzt? Achso, wir haben ja eben eingekauft, alles gut. So, und dann hätten wir hier vielleicht noch ein oder zwei, die wir auch noch bauen könnten. Okay, die Flammentürme sind da. Moment. Einer pennt irgendwo, wo er nicht pennen soll. Und zwar Gympi. Gympi ist da oben. Kari. Kari darf hier schlafen. Da. Okay, dann habe ich die nämlich alles schön an einem Platz, und falls die wirklich Unsinn machen, haben wir hier zwei Flammentürme, die hier Rambazamba machen. Ich weiß ja nicht, was mit denen wieder los ist. Ne? Also das ist halt immer diese Frage. Wir haben Feuer. Hab ich schon irgendwas ausgebracht? Ich wollte schon sagen, Hilfe ersucht. Schon wieder. Eine nahegelegene Siedlung kontaktiert sich mit einem Streifen. Wenn du ihnen helfen möchtest, sende eine Karawane mit fähigen Erntehelfern, Erntearbeitern. Du kannst dieses Angebot überprüfen. Warte mal, Erntearbeiter, können die hier ernten? Ich würde die einfach schicken. Warte mal, Pflanzen, null, ist ja egal. Pflanzen, ja. Oh, der macht gar keine Pflanzen. Ja, aber warte mal, dann schicke ich doch die. Moment. Wir gehen in die Map, ganz kurz. Wir gehen mal ganz kurz in die Map. Wo haben die denn, brauchen die denn Hilfe? Jährliche Ausstellung, das brauchen wir nicht. Biome brauchen wir auch nicht. Hä? Wo schreien die denn? Bin ich blind? Bin ich denn blind? Wo brüllen sie denn rum? Einen Augenblick, jetzt suchen wir ganz kurz. Da. Entdeckt, die von der Fraktion kontrolliert wird. Wenn du kannst, kannst du nein, dass ich will kein Lager überfallen. Das ist mir auch egal. Ja, gut. Okay. Ich habe eigentlich gedacht, das wäre hier in der Nähe, aber ist nicht. Und ein Waffenhändler ist angekommen. Dann werden wir den doch auch mal ganz kurz Hallo sagen. Was hast du denn für uns? Wir haben das für dich und das und das. Und du hast für mich Bauteile. Die nehmen wir auf jeden Fall mit. Cargo Sniper. Charge Sniper. Nee. Vollautomatische. Da hätte ich aber eigentlich schon Interesse dran. Aber die haben halt so eine kurze Reichweite, ne? Reichweite 13. Wenn ich mir jetzt hier den Charger angucke, der hat halt 40 Reichweite. Ich glaube, ich nehme den Supercharger hier mit. Legendär. Hat halt auch nur 13. Okay, warte mal. Wir haben da noch was gekauft hier. Wir haben da noch was gekauft. Und zwar, einer von denen hatte doch nur so eine komische Schrotflinte. Dem würde ich dann das tatsächlich einfach geben. Wo ist er denn? Da. Keine Schrotflinte, sondern hier so ein Maschinengewehr. Ja, was ist denn da unten los? Du kannst dich mal hier hinstellen und diese komischen, schwarzen Getiers da wegmachen. Geht mir nämlich auf den Sack. So. Okay. Hat der gerade Silber gedroppt? Hat
macht der da gerade? Was machst du da? Okay, es ist weg. Hui. Jetzt hatte ich aber gerade ganz kurz Panik. So, jetzt müssen wir noch diesen Esel da eben beseitigen und dann sind wir da auch mit durch. Also das Ding da. Junge. Ach, geiler Sound. Geiler Sound. Ey, wo willst du hin? Was bist du? Wo schießt denn der hin? Was ist denn das für eine komische Waffe? Okay, die ist auf jeden Fall geil, aber... Okay, machen wir es anders. Geh mal jagen. So, und wo ist das andere Vieh? Er kann weg. Tatsächlich, und da ist das andere Vieh. Das aber jagen wir auch. So, dann hat er ein bisschen was zu tun hier. Apropos, was wir zu tun, wir könnten noch was machen. Und zwar, wir haben ja hier, wir haben hier noch den Schießdummy. Den würde ich jetzt immer ganz kurz hier aufbauen, dass wir dann auch da ein bisschen schießen lernen. So, und das war es dann mit dieser Folge. Wieder komplett überzogen, weil ich wieder nie auf die Uhr geguckt habe. Und dieses Spiel, das macht so, das ist so wahnsinnig. Egal. Vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen angenehmen und schönen Tag und bis zur nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss.